Habe gehört, dass sie die Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Vampirjäger oder so. Elder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Jawohl, weiter geht's. Und ich merke gerade, ich müsste meine Webcam woanders positionieren, weil die Sicht ein bisschen haarschwierig gerade so war. Ja, es geht weiter. Und, als sich die Leute gewundert haben, warum letzte Woche am Freitag keine Skyrim-Folge kam, da sind mir die Folgen, ja, ausgegangen. Deswegen nicht böse sein. Es kann schon mal passieren, dass mal es keine Folge gibt. Aber das hat dann den Grund, dass ich für euch erstmal wieder ein paar Folgen vorproduzieren muss. Oder will. Wild trifft es, glaube ich, eher. Wir haben jetzt hier dann letzte Folge einen Drachen erlegt, der komischerweise jetzt auf dem Rücken liegt. Warum auch immer. Haben hier irgendwelche Objekte zum Verkauf dabei? Wie soll man Aleas Schild denn zweimal? Ja, gut. Ja, schauen wir mal, ob wir bei denen was, ein bisschen was verkaufen können. Bin bald gereist. So viele wollen nicht mit uns. Werf deinen Blick darauf. So. Ich möchte erst... Gute Dame. Ich möchte erstmal ein bisschen was loswerden. Weil diese Sachen, die werde ich jetzt gerade aktuell nicht brauchen. Ich am Verkaufen kann ich nicht... Okay, bei der kann ich nicht das Amulett verkaufen. Anscheinend ist das geklaut. Zutaten. Bücher will ich nicht verkaufen. Sonstiges. Haben wir da irgendwas Großartiges zum Verkauf? Nö. Wie lange seid ihr denn schon im Himmelsrand, liebe Akari? Werf deinen Blick darauf. Ja, das liebe ich an den Sprechfunktionen von Garim. Vor allem die Nord. Sie mögen keine Fremden in ihrem Land. Deshalb wollen sie auch nicht, dass wir ihre Städte betreten. Sie halten uns alle für Taschendiebe und Skuma-Schmuggler. Das sind ungerechte Vorurteile. Aber wir versuchen, sie zu ignorieren. Hattet ihr, wie lange seid ihr denn schon in Himmelsrand? Noch nicht sehr lange, ungelogen. Ich bin nach Himmelsrand gekommen, nachdem ich schon in Elsweir und Serodil nicht willkommen war. Ich scheine über das unselige Talent zu verfügen, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Rissat konnte darüber hinwegsehen. Und er hat auch den Kontakt zu einer Handelskarawane vermittelt. Jetzt arbeite ich für ihn. Ist doch gut. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ebenso, meine Liebe. So, wir schauen mal aktuell, was haben wir denn für Quests? Okay, Quests ist bei Escape. Okay, kein Zacken aus der Krone, das brauchen wir nicht im Morgenkorn. Bring Merida Stern zu Berg Kilkriet. Das machen wir mal. So, mal sehen, es müsste eigentlich auch nicht weit sein, wir gehen mal zu Fuß hin. Weil, wenn Gegner uns begegnen, ist das ganz gut, weil wir brauchen noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir brauchen eigentlich jeden Erfahrungspunkt, den man bekommen kann. So. Also, immer dran denken, für euch habe ich das jetzt extra so eingestellt, dass das Spiel ein bisschen farbenfroher ist, dass der Kontrast ein bisschen intensiver da ist. Damit es für euch ein bisschen schöner ausschaut als bei mir. Bei mir ist es dann halt die Farben echt... Boah, als hätte da... eine Atombombe ihren Spaß gehabt. Und alles matt und alles... Also nicht grau, es ist schon Farben, sind schon Farben da. Aber nicht so kräftig, wie ihr das jetzt gerade habt bei euch in den Folgen. Okay, ich dachte, dann wäre da irgendeine Festung oder sowas gerade. Oh, ein Bär. Der gleich abhaut, oder was?
So, der Bär, haben wir den gar ausgemacht. Da ist aber noch irgendein ein Gegner, noch ein Bär. Eigerbär, ja, die Festung tun wir jetzt auch noch plündern. Okay, der Bär ist Geschichte. Dann machen wir uns nochmal über diese Festung her. Ich hoffe, es sind nicht so starke Gegner dabei. Deswegen gehe ich mal ganz kurz in den Schleichmodus. Das sieht für mich nicht nach einer neutralen Figur aus. Wow, Band, was? Bandit Raufbold. Aber den haben wir gerade eine ganz gut mitgegeben. Ich werde aber vorsichtshalber trotzdem mal Frostbistgift auf den Bogen anwenden. Und, Moment, das mache ich auch noch gleich. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, er kommt, sie oder er kommt da schon angerannt. Aua, aua, aua. Okay. Da ist aber noch einer. Genau in dem Moment muss man heiß kratzen und husten. Ist logisch. Jetzt ist es kein Jucken und Kratzen mehr an der Nase. Jetzt, wenn ich irgendwie aufnehmen tue, fängt auf einmal an, mein Hals an zu kratzen. Ja, nee, ist klar. Also alarmiert sind die jetzt auf jeden Fall. Brauche ich mich auch nicht mehr anschleichen. Ja, wo sind denn die? Sonst ist hier nichts. Da ist irgendwo noch einer. Aber der überlegt sich gerade die ganze Zeit, ja, erscheine ich jetzt oder erscheine ich nicht? Ja, aus deiner Lederhaut mache ich mir ein schönes Tagebuch. So, nehmen wir mit. Aber hier war doch noch irgendwer. Ja, da auf dem. Ich wette, die Person ist entweder da hinten oben oder da oben auf dem Turm. Und traut sich da gerade nicht mehr runter oder so. Warte, dann mache ich wieder Folgendes. Ich nutze meine Tränke. Wohl unten. Ja, nee, ist klar. Als würde ich es dir jetzt so einfach machen, Mädel. Oh. Alter, wurde die jetzt vom Turm runtergefegt? Die ist wahrscheinlich da irgendwo da unten gelandet. Ja, da unten liegt sie. Alter Schwede, wurde die jetzt gerade runtergefetzt. Also mit meiner guten Aranea sollte man sich, glaube ich, nichts verscherzen. Die haut euch vom Hocker. Definitiv. Ja, ich will jetzt nicht hinterher die Leiche jetzt plündern oder so. Wenn wir schon hier sind, können wir auch in die Festung reingehen. Wie heißt die Festung nochmal hier? Gab es da irgendwie einen Namen? Festung Grünwall. Okay, sind wir gerade. Ja, verstehe ich. Wegen den Bäumen hier. Deswegen auch Grünwall. Ich gehe aber nochmal ganz kurz hier oben rauf auf den selbstgebastelten Turm hier. Da noch irgendetwas ist. Nö. Ja, der gute Fallschaden.
So, ich muss sogar meinen Bogen wieder auffüllen, aufladen. Da ist nämlich das Akku leer geworden. Bisschen mit winzigen Seelen füllen. Genauso wie mein Orkhammer, der kriegt eine kleine. So, und dann gehen wir mal hier rein. Machen schnell speichern. Machen das große fette Speichern. So, und dann gehen wir rein. Aber ich bin mir sicher, ob, jetzt nicht sicher, ob ich den Bogen oder ob ich den Hammer nehmen soll. Alter, hier liegen überall Bierkrüge. Kann ich mitnehmen? Kann ich auch? Brauche ich nicht. Wo ist er? Da ist er. Oh, schnell eine Heilung aufnehmen. Aber mit Orks sollte man nicht scherzen. Alter, die Orks, die hauen schon rein, hey. So, das, das, das und das. Alter, heute kassiere ich aber echt viele Schläge. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Das sind die letzten Zuckungen oder was? Junge, es reicht. Der will sich einfach nicht beruhigen. Es reicht. Ja, mein Gott. Alter Schwede, ey. Moment, ich muss mal kurz schauen.
Das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Dann soll er da rumflippen. Solange er nicht das Spiel zum Absturz bringt. Okay, da haben wir noch eine schwierige Truhe. Ich habe ja über fast über 90 Dietriche, von daher. So, hat sich das überhaupt gelohnt? Ja, die Truhe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ob hier unten noch irgendwas ist. Ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen verwinkeltete Sache hier. Was? Was? Du bist ja ein intelligenter Bogenschütze. Ja, mit mir wirst du fertig. Deine Mutter auch, hat das auch gesagt, nachdem sie dich aus der Wohnung ausgestoßen hat. Mach natürlich wieder auf Gesundheit. So, hier kann ich nichts verbessern. Edelspalter, was ist das denn? Angriffe mit Kriegshämmern ignorieren 25% des Rüstungswertes. Ja, komm. Das machen wir auch. Aber dieser Satz immer, mit euch werde ich spielen fertig, weißt? Und dann, zwei gegen einen. Einer ist ein Magier, einer ist ein Nah- und Fernkämpfer. Immer diese Selbstüberschätzung, weißt? Okay, hier sehe ich nichts von Belang. Hier sehe ich nur Nordmeat, das brauchen wir gar nicht mitnehmen. Über den flippt jetzt gerade die eine die Leiche hier aus. Ja, das brauchen wir gar nicht mitnehmen. Hier ist nichts von Belang. Dann schauen wir mal einfach mal hier weiter. Da haben wir ein paar Bündel Eisenpfeile. Die kann man gern nutzen. Die habe ich mir sowieso wieder einige verbraucht. Ich frage mich aber, warum sie es nicht so als Deko auch gemacht haben, dass hier in den Zielscheiben ein bisschen so ein paar Pfeile stecken, weißt? Aber naja. Bin ja nur ich. Ja, komm. Du willst nicht gestört werden, mein Freund. Also, bitteschön. Flipp weiter rum wie ein Gummiball. Tu dir keinen Zwang an. So. Ich glaube, mehr finden wir auch in dieser Bruchbude nicht. Ich kann jetzt noch gegenüber schauen. Vielleicht ist da noch irgendetwas. Wäre ja nicht mal falsch, oder? Weil da hinten ist noch eine Tür. Da können wir auch nochmal reinschauen. Da unten ist auch noch eine Tür. Ich entscheide mich aber für oben. Was will, ganz ehrlich, was will der mit einem Stahlbahn? War das der Schmied wahrscheinlich, oder ja, der Aushilfsschmied, nennen wir es mal eher so, wie es ist. Weil für mich ist er halt einfach nur ein Bandit und kein Banditenschmied oder so ähnlich. Ach, da hätte ich auch zu ihr kommen können, okay. Haben wir den Direktweg einfach genommen. Okay, dann gehen wir einfach mal hier rein. Hauptmannsquartier. Okay, den Hauptmann erledigen wir noch. Oder, wartet mal, ich mach mal für selber so. Und speichere auch nochmal ab. Ich weiß, wir sind schon fast bei der Folgenende wieder angelangt. Was? Aber wir machen das jetzt einfach noch, machen jetzt noch. Was den... Jetzt, Ariana, halt doch mal deine Schnauze! Trage jetzt bald dein Messer im Stiefel. Weißt du, wir wollen uns anschleichen, so, hey, was? Wie bitte? Wie bitte? Alter, die NPCs sind so hohl, das ist der Hammer.
statt immer entwaffnet zu werden. Was? Der hat gut geholfen, das war wahrscheinlich auch ein Schwächerer. Machen wir mal schwaches Gift. Was war das? Deine Mutter. Okay. Da wären wir jetzt schon wieder beinahe hops gegangen. Das ist jetzt der Banditenanführer. Ja. Ich nehme mal die Schuhe mit. Vielleicht können wir die zu irgendwas gebrauchen. Ja, die Zwergensachen, die schauen schon geil aus. Haben auch ein bisschen was von... Wer ist das? Nicht Cyberpunk. Gibt es irgend noch eine andere Bezeichnung? Steampunk, genau. Mal ganz kurz schauen, was haben wir denn für Schuhe gerade aktuell an? Des Schleichens, wenn ich das ins Schleichen entzaubere und auf die Schuhe schmeiße, wäre das schon mal vom Vorteil. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Gut, dass da hier ein Altar war, weil wir haben uns da letztens mal mit einem Skewer irgendwas angesteckt. Komm, jeder Banditenanführer hat auch eine fette Truhe und so, da ist sie sogar. Schaltkolben-Etikette. Nehmen wir mit, haben wir was gelernt. Da haben wir den ihr Gold. Was ist das? Ein blutiger Hut. Okay, und was ist in der Truhe? Paar Dietriche, Gold, ein Granitstein, Roll der Massenlähmung, das ist gut, Zaubertrank der Ausdauer, ein Zwergenschwert, was auch total geil ausschaut, aber nichts zu nutzen ist. Und das können wir noch mitnehmen. Sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr von Belang, oder? Nee. Wir müssen ja nicht jedes Mal Bücher mitnehmen. Okay, ein Schloss aus mit Experte. Okay, wir wissen schon mal die Richtung, die empfindliche Richtung. Ja. Jetzt komm schon, das war doch schon oft ganz nach drüben. Also das ist doch lachhaft. Ich hab Zeit, dann müssen wir halt die Folge länger machen, weil der hier dieses Schloss nicht will. Jetzt komm! Jetzt, Spiel, mach dich jetzt bitte doch nicht lächerlich. Da! Das ist doch schon rum! Also man kann sich auch anstellen. Ja, mal ein bisschen Schlösserknacken noch geskillt. So, meine Freunde, da wir jetzt hier erfolgreich oben sind, würde ich mal an dieser Stelle sagen, war's das wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, ich mache jetzt etwas wieder kürzere Folgen. Ganz einfach, weil ich dazu Lust habe. Es werden auch wieder längere Folgen kommen. Also, darauf sei euch ist Verlass. Glaubt mir. So, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit da draußen und bis bald bei Skyrim.